alle, die jetzt alleine sein müssen, weil sie in Quarantäne sind, will ich eins sagen, du bist nicht alleine. Jesus Christus ist dir ganz nah. Und auch wenn wir räumlich getrennt sind, sind wir im Geiste verbunden. Allen, die momentan in Not sind, wünsche ich von ganzem Herzen neue Hoffnung. Auch wünsche ich allen ganz viel Kraft, die einen geliebten Menschen verloren haben und hier auf Erden vermissen. Es gibt leider viele Menschen, die am Boden zerstört sind, schwere Krankheiten haben, in Quarantäne alleine sein müssen und viele, die Menschen verloren haben und hoffnungslos sind. Nehme dir 2 Minuten Zeit und bete für diese Menschen. Schließe deine Augen und bete. Das ist das Höchste, was wir im Moment machen können.